Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboards mit mir zurecht und einem weiteren Video zu World of Warcraft Warlords of Draenor, der Beta. Und wir sind hier immer noch vor dem Portal. Wir haben es gerade zusammen mit Gul'dans, freiwilliger Hilfe, ich weiß nicht genau, geschlossen. Und hier ist auf jeden Fall, wie Expendables oder wie auch immer. Jetzt geht's auf jeden Fall rund. Ich habe mittlerweile aber herausgefunden, was meine ganzen Spells hier wirklich so machen. Denn das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Tut mir auch nochmal leid, da ich da überhaupt so lange ein bisschen nachgeschaut hat. Denn das Ganze, was da immer hin und her geblitzt hat, war nämlich diese Maelstrom-Weapon. Und naja, es gab halt beim Schaman immer eine Proc-Chance, dass halt unsere unser Lightning Ball und Chain Lightning Instant waren. Und den gibt es jetzt immer noch, aber als Maelstrom-Weapon, der baut sich halt auf. Der stackt halt bis zu 5-mal und erst dann ist das Ganze instant. Wobei, ich glaube, das gab es halt auch schon vorher. Ich bin nicht so der Schamanenspieler. Ich glaube, das gab es auch vorher, aber es wurde halt nicht so angezeigt. Das meine ich so. Es wurde halt nicht so angezeigt. Naja, egal. Katgard auf jeden Fall was zu sagen. Wir bekommen auch irgendwas Cooles. Und zwar ein cooles Tomahawk. Ja, können wir uns ja direkt hier mal reinhauen. Und ja. Get to the keyboard! Wir rennen einfach mal hinterher. Ja, Lightning Shield gibt es immer noch. Wie gesagt, nur unsere Waffen, die sind jetzt eben weggefallen. Unsere Waffenverzauberung, die gibt es direkt einfach als passiv. Oder die Grafik haben sie halt so gebufft, ne? Sieht echt supi aus. Auch unser Ork, ne? Der sieht natürlich schön grimmig aus. Und wir sind jetzt, das ist auch neu, ja. Ist das neu? Wenn, dann wäre es mir noch nie aufgefallen. Es gibt auf jeden Fall eine neue kleine Map mit einem Questlog direkt nebenbei. Aber wir sind halt im Moment in Tanan Jungle. Das ist hier. Ja, so sieht halt Draenor aus. So, wir gehen jetzt hier kurz rein. Die Dudes haben auch schon hier alles gemacht, ja. Ach, guck mal, wer da steht auf den brutalen Säcken. So, wir wollen uns das nicht alles durchlesen. Wir wollen einfach ein bisschen hier machen. Destroy Bleeding Hollow Huts. Warum? Weiß ich nicht. Aber es wird schon einen Grund haben, warum ich das machen soll. Achso, ja, wir brauchen Ablenkung. Deswegen töten wir unschuldige Ureinwohner. Ja, danke. Ja, okay, anscheinend sind die auch böse, deswegen haben wir jetzt den Grund, dass die sterben müssen. Guck mal, da ist direkt so ein Typ, der aber wieder abhaut. Ja, lassen wir ihn halt in Ruhe. Und ja, auch neu ist zum Beispiel, dass Quest-Sachen direkt von ganz weit weg, dass man die sieht, ja, denn die Umrandungen sind ja hier neu. Und ja, die sieht man auf jeden Fall ganz doll. Ja, die Gegner fallen auf jeden Fall gewohnt schnell. So, und euch muss ich befreien. Und zusätzlich muss ich mich hier mal in die Mitte stellen und das hier drücken. Bams, ja. Boom. Da fehlt noch, glaube ich, eins. Bam. Ja. Wir sind überhaupt nicht nett. Wir schlachten hier wieder alles ab. Jetzt muss ich mal dran denken, mein neues Totem mitzumachen, weil ich geskillt habe. Ja, oh, guck mal, das kann sogar das auch direkt procken. Ist ja wunderbar. Guck mal, das können wir gleich Chain Lightning. Oh ne, das war Hex. Chain Lightning. Aber die sterben wir so schnell weg. Aber die Musik ist ganz schön dramatisch. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Oh, wir haben gleich den Proc fertig. Am Proc. Ja, auch unser Healing ist dadurch halt instant. Ist auch ganz gut. So, mittlerweile wird ja heute immer angezeigt, wenn man irgendwas machen kann. Und dann kommen wir auch direkt den Proc ins Gesicht. Oh, der ist ein bisschen stärker. Wir können es ja gleich einmal heilen, wenn es dann... Aber auch der Große, keine Chance gegen GTTK. Ja,
im Moment ist es halt noch recht simpel. Wir heilen uns lieber noch einmal kurz. Hat er eh kaum Cooldown, sehe ich gerade. War das denn? Das 40. Höhe? Ach so. Das ist auch neu. Unleash Elements war sonst eigentlich immer eine Attacke. Huh. Ja, jetzt ist es einfach ein zusätzlicher Buff. Den man einfach noch anmachen kann. Dann sind dann unsere Fire Spells und alles stärker. Weil ich ja übrigens auch die ganze Zeit vergesse, ist übrigens mein Searing Totem, aber naja. Gut. Ja, da ist Unleash Flame. Da haben wir natürlich hier unser Flame Shock. Deswegen den Earth Shock, den gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur den Ice Shock. Wahrscheinlich, weil, naja, Earth Shock, zumindest in der alten Rotation, da war es dann natürlich noch sinnvoll. Mittlerweile braucht man das dann anscheinend eben nicht mehr. Also es wurden ein paar Sachen wurden entfernt, ein bisschen umgeändert. Ja, man sieht, ich buff mich damit. Und mit Frostschau kann ich einen hier, guck mal, boah, ich stirbt schon vorher, ne? Ach, guck mal hier, auf Flameshock, ja. Auf mein Flameshock zum Beispiel wird durch Lava Slash auch auf die anderen übergeben. Ich weiß gar nicht, ob das so normal eigentlich immer ist, ne? Tja, verrückt, ne? Und alles ein bisschen geändert. Switch mal hier mal kurz um. So, jetzt müssen wir noch da hinten welche befreien und dann haben wir das ja auch. So, wunderbar, die können wir dann auch noch befreien und damit haben wir dann auch so, alle befreit. Ach so, da war noch ein Spieler. Ja, dann geht's wieder zurück. Ja, und das haben wir wunderbar geschafft. Die laufen dann auch so cool mit. Also es ist alles echt super gemacht. Ich habe ja schon ein bisschen weiter gespielt. Das macht wirklich sehr viel Spaß, weil es einfach auch wirklich von der Story her sehr gut ist. Man kann sich ja mal alles dann eben durchlesen. Und auch eben, weil als man hier ist hier mittendrin, ja. Man läuft nicht nur dumm rum, sondern es passiert wirklich etwas um einen herum und so. Das haben die schon gut gemacht. Ja, das ist natürlich, ich habe ja schon lange gesagt, dass natürlich die ganzen Zahlen kleiner geworden sind wieder. Was ja auch sehr gut ist. So, jetzt geht's auf jeden Fall weiter, denn wir müssen da hinten hin. Und da hinten ist das Eye of Kilrock, was man ja auch irgendwie so kennt. Und guck mal, jetzt guckt euch mal diesen Vogel an. Ja, der sieht gut aus, ey. So, dann gehen wir da mal hin. Das ist auf jeden Fall auch sehr geil. Also da freue ich mich jetzt, euch das auch einmal zu zeigen, denn das ist wirklich sehr cool gemacht. Oh, vorher werden wir angegriffen. Ein Gank von der Seite. Oh. Quit, Windfury tot. So mögen wir das. Denn hier die ganze Zeit dieses Auge von Kilrock beobachtet einen. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Aber vorher hätten wir mit oben einen sprechen sollen. Deswegen reite ich nochmal zurück. Peinlich! Er leuchtet doch sogar.
to victory. Ja. You and I against an entire clan. Sounds like my kind of fight. Ja, genau. Leading hollow orcs use savage blood magic to transform their warriors into hulking berserkers. With any luck, we will escape before they can complete their transformation ritual. So, Bro. Du bist da. Warum passiert hier nichts? Irgendwie fehlt ein Trigger oder so. Gehen wir mal nochmal zurück. Warum funktioniert jetzt der Trigger hier nicht? Was ist das denn? Oh, wie doof. Ja, ist natürlich noch eine Beta. Wir machen es nochmal kurz so und gehen nochmal eben da oben und laufen dann einfach nochmal zu Fuß dahin. Ist natürlich jetzt blöd, dass das passiert ist. Also am ersten Mal anzocken war das nicht so, aber wie gesagt, ist natürlich noch eine Beta. Dauert ja noch bis November, bis das Ganze rauskommt. Da kann ruhig schon mal noch sowas passieren. So, jetzt aber. Sounds like my kind of fight. The Bleeding Hollow Orcs use savage blood magic to transform their warriors into hulking berserkers. Ah, aber die Musik ist immer sehr cool. We will escape before they can complete their transformation ritual. So, jetzt aber. Oder auch nicht. Ja, wir sehen uns gleich wieder. In ein paar Minuten. Dann geht das bestimmt. Ich relog einmal. Ja. Cooles Spiel. So, da sind wir. Und es funktioniert auf jeden Fall jetzt. Wir müssen jetzt diese Blood Orbs hier nämlich kaputt machen. Und da hier ein Spieler schon vorhin war, sind jetzt hier auch die Mobs schon weg. Das sind nämlich noch so ein paar Zauberer gewesen. Und hier überall dieses Auge, was einen so beobachtet, das ist auch sehr cool. Es hat sich bewegt übrigens, das hat man jetzt nicht gesehen, wegen dem doofen Bug. Ah, da sind noch ein paar Unwürdige. Das ist schon ein schöner Schaden, den man da macht. Gefällt mir richtig gut. So, wir gehen jetzt nach oben. Gucken wir einmal, was da so passiert. Da müssen wir nämlich immer noch einen Orb zerstören. Oh, guck mal, ist das Auge wieder. Tja, und wer ist denn da? Der hat sein Auge verloren. Fresh meat. I know what I must do. Tu es nicht! Lockoctar! Ja, er hat den einen einfach mal weggekickt und ich weiß nicht, warum der andere transformiert, nicht transformiert wurde, aber er sofort. Naja, auf jeden Fall war es das dann auch. Er, ach ja, springt da oben hin und basht die da so ein bisschen. Und ja, ich soll einfach entkommen in dieser dramatischen Szene. Das Auge glotzt mir immer noch auf den Hintern. Und es geht auf jeden Fall weiter in diesem schönen Dschungel. Die lustigen Vögel sitzen immer noch überall rum. Nagen auch an irgendwelchen Leichen. Man sieht auf jeden Fall, wo unsere Expandables langgelaufen sind. Ja, und hier geht es dann auf jeden Fall weiter. Und ich würde einfach mal sagen, wie es hier aber weitergeht, das sehen wir dann in einem weiteren Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch mehr sehen wollt und ob ihr irgendwas Besonderes sehen wollt noch von der Beta. Bis dann und ciao, ciao.